Der kabellose Staubsauger von Simon Weidt funktioniert 3 Jahre lang problemlos, doch dann schwächelt der Akku, bis gar nichts mehr geht. Der Elektrotechniker will wissen, warum, zerlegt das Gerät. Und habe festgestellt, dass manche Zellen stärker geladen waren und manche Zellen nicht geladen waren. Und dann habe ich die leeren Zellen geladen und im Internet habe ich eine Anleitung gefunden, wie man dann den Mikrocontroller zurücksetzt und dann hat der Staubsauger wieder funktioniert. Außerdem entdeckt Weidt einen Konstruktionsfehler. Ein sogenannter Balancer ist zwar eingebaut, aber nicht anzuschließen. Also normalerweise, wenn man einen Akkupack hat, dann muss man dafür sorgen, dass die Akkus gleichmäßig geladen werden. Dafür sorgt ein Balancer. Der entlädt normalerweise den Akku mit der größten Ladung, sodass alle Akkus gleichmäßig geladen werden. Um 2 Euro kauft Weidt einen neuen Balancer und baut ihn ein. Der Staubsauger funktioniert wieder. Als Konsument ärgert mich das, ja, weil ich würde mir natürlich wünschen, dass das Gerät länger funktioniert. Und damit ist Weidt nicht allein, sagt Sepp Eisenregler, Reparaturaktivist und Geschäftsführer des Reparatur- und Servicezentrums RUS. 71% aller europäischen Haushalte haben in einer Eurobarometer-Umfrage angegeben, dass sie langlebige, leicht reparierbare Produkte vorziehen würden. Doch diese beim Kauf zu erkennen, derzeit unmöglich, denn bisher gibt es nur das Energieeffizienzlabel. Was wirklich gut war, wäre, wenn dieses Energieeffizienzlabel oder ein daneben befindliches Ressourceneffizienzlabel Auskunft darüber gibt, wie ist die Lebenserwartung bei durchschnittlichem Gebrauch. Was hat das Gerät für einen ökologischen Rucksack schon umgeschnallt, bevor sie es das erste Mal in die Steckdose anstecken? Und wie gut und leicht ist es reparierbar? Alles Teil der neuen Ökodesign-Verordnung, über die sich EU-Parlament und die Mitgliedstaaten kürzlich geeinigt haben. Laut dem Klimaschutzministerium muss nun die EU-Kommission noch Details ausarbeiten. Den sogenannten Reparaturindex gibt es in Frankreich schon seit 3 Jahren. Für Smartphones, Laptops, Fernseher, Rasenmäher und Waschmaschinen. Auf den Geräten klebt ein Piktogramm mit einem Schraubenschlüssel und einer Punktebewertung zwischen 0 und 10. Je mehr Punkte, desto einfacher die Reparatur. In die Beurteilung fließt etwa ein, ob das Gerät leicht zu zerlegen ist und ob Ersatzteile günstig zu bekommen sind.